So, da sind wir wieder. Willkommen zurück in unserem Shop hier. Shopkeep. Ja, das war jetzt sehr kreativ von mir. Willkommen zurück in unserem Shop in Shopkeep. Sehr, sehr kreativ bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen kehren wieder. Ihr seht schon hier, die Leute machen mir ganz schön meinen Laden dreckig. Das gefällt mir ja gar nicht. So, meine Order aus der Vorstellungsfolge ist da. Und da haben wir natürlich hier bestellt ein paar Lederhandschuhe. Die haben wir für 15 gekauft und werden die jetzt hier für 38 verkaufen. Das ist so eingestellt. Deshalb lasse ich das einfach mal so. So, hier ein bisschen wegkehren. So, wir müssen jetzt hier auch Steuern bezahlen, aber wie das geht, weiß ich nicht. Outstanding Tax. Ich drücke jetzt hier einfach nur auf die 1. Q. Ah, hier unten kann ich Tax bezahlen. Hier unten kann ich die Steuern bezahlen, alles klar. Ich wusste doch, ich habe da irgendwie was gelesen. Ich wusste doch, ich habe hier irgendwas... Alter, das Kehren ist ja schon lästig, ne? Guck mal hier, man muss bei jedem, der hier reinkommt, muss man kehren. Das ist ja echt krass. So, aber... ich wollte gerade sagen, die Lederhandschuhe will keiner haben, aber jetzt sind sie weg. Ja, sind schon wieder weg. Ne, die sind nicht weg, die sind geklaut. Weil ich habe nämlich kein Geld gekriegt. Da rennt er! Ey, das gibt's nicht. Jetzt hat er uns Tatsache die Handschuhe geklaut, während ich am Kehren war. Ja gut, dann muss ich die jetzt halt eben nochmal, jetzt habe ich natürlich gerade nichts zum Verkaufen, ne? Jetzt hat er die Tatsache geklaut, ich glaube es nicht. Jetzt haben sie uns die Lederhandschuhe geklaut. Während ich hier am Kehren war. I'm looking for a hat, I'm looking for Mana-Portion, alles klar. Kommt ja gleich, meine Freunde, aber einen Hut habe ich leider noch nicht, so gut bin ich noch nicht. Ist hier auch Dreck? Ne, das ist wirklich nur da, wo sie laufen, das finde ich auch nicht schlecht. So, wie spät haben wir's? Es ist genau Mittag, so wie es aussieht. Unsere Order ist noch nicht da. Jetzt ist sie da. Dann können wir ja gleich nochmal versuchen, die Lederhandschuhe nur endlich mal wieder an den Mann zu bringen. So. Sehr schön. So. Ich stelle mich schon mal hier hin, weil wenn nämlich hier wieder einer kommt und das Ding verklauen will, dann ist hier die Hölle los. I'm looking for a plate chest. Ja, das habe ich leider nicht, Kollege. Ich habe hier noch einen Mana-Trank. Was heißt Mana-Trank? Ein Heiltrank und ein Mana-Trank. So. Also Wonderful Die, okay. Kann das jetzt sein, dass der Tag vorbei ist? Ist das vielleicht möglich? Hier nochmal Mana-Trank hinsetzen. Soll ich jetzt nochmal irgendwas nachbestellen? Nee. Nee, auf keinen Fall. Aber die müssten jetzt hier mir mal die Handschuhe abkaufen. Das wäre ganz cool, damit ich überhaupt Geld habe, dann, um mir vielleicht in der Runde 2 hier, beziehungsweise für Tag 2 irgendwas an Möbeln zu kaufen. Das wäre ganz cool eigentlich. Hallo! Wir haben noch geöffnet, meine Freunde. Ah, hier kommt einer. Vielleicht kauft der ja meine Handschuhe hier. Das wäre ganz cool. Weil dann könnte ich mir, wie gesagt, auch für den nächsten Tag halt eben auch was Schönes kaufen. Nee. Dann kauft sich lieber einen Mana-Trank. Und, war's das jetzt? Nee, hier kommt noch einer. Kommt schon, Leute! Kauft meine Handschuhe! Der will gar nichts kaufen hier, glaube ich. Der geht nämlich direkt mittig rein. I'm looking for a sword. Ja, toll, ey. Bleibe ich jetzt hier auf meinen Handschuhen sitzen. Die ersten Handschuhe sind mir geklaut worden und jetzt bleibe ich auf der Karre sitzen. Na, das ist ja toll, ey. Ich habe auch nichts mehr, was ich... Nee. Das ist natürlich doof jetzt. Das ist natürlich jetzt echt doof. Es kommt auch anscheinend keiner mehr. Weil es ist ja jetzt auch fast... Der Tag schon fast rum. Ich guck mal hier aus dem Fenster. Schade eigentlich. Ich hätte gerne hier noch die Handschuhe verkauft. Aber jetzt kann ich hier auch mal diese Hammer-Funktion hier mal zeigen. Wir können nämlich hier
Jedes Mal, wenn nämlich hier irgendwie jemand an dem Dinger war, können wir die, nutzen die sie ab und wir können das natürlich reparieren mittels dem Hammer. Dass uns die Teile nicht wegbrechen, sage ich mal, dass das hier nicht kaputt geht. So, wir kennen den Laden ein bisschen aus, weil ich glaube, heute kommt keiner mehr. Finde ich jetzt ein bisschen schade, aber naja. Auf alle Fälle brauche ich theoretischerweise auch jetzt erstmal wieder was zum Verkaufen. Für morgen. Dass ich überhaupt Geld kriege, das muss ich jetzt natürlich dann einberechnen. Ich habe nur 16 Goldstücke, das ist nicht viel. Um in den nächsten Tag zu starten. Das hätte eigentlich auch besser laufen können jetzt hier am Anfang. Nee, da kommt keiner mehr, glaube ich. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Hier kommt kein Kunde mehr rein. Hm. Das ist ärgerlich. Aber das mit der Clown-Funktion, das finde ich cool. Muss ich sagen. Das gefällt mir. So, ich mache mal hier ein bisschen weniger vielleicht. Nur mal hier so 35. So. 35, genau. Vielleicht kommt da jetzt nochmal einer rein, weil er sagt, hey, ich habe gehört, du hast hier ein Schnäppchen und das will ich mir holen. Aber ich denke nicht. Kommt her, meine Freunde. Ganz billige Lederhandschuhe für euch da draußen, für den Abenteurer, der auf Drachenjagd geht. Ihr braucht diese Lederhandschuhe, weil ansonsten verbrennt euch der Drache mit seinem Feuer die Hände. Mit meinen Lederhandschuhen wird das nicht passieren. Die sind feuerresistent. Komplett. Der rennt. Will er zu mir? Hallo? Nein, will er nicht. Schade. Ja, schade. Wir hören schon die Grillen zirpen. Es ist halt auch echt gleich rum. Irgendwie. Alter, ich habe keinen einzigen Kunden jetzt, ne? Hm. Schade. Schade, schade, schade. Ein Gold reicht mir ja quasi am nächsten Tag, dass ich einen Trank verkaufen kann, weil wenn der nämlich verkauft ist, habe ich zwei, dann kann ich schon wieder zwei Tränke kaufen und. Also wie gesagt, ein Goldstück muss übrig bleiben für morgen, für den morgigen Tag. Ansonsten kann ich 15 Gold quasi verprassen. Kann ich das irgendwie vorspulen hier? Nö. Oder ich kaufe jetzt einfach einen Trank. So. Ich kaufe einen Trank und stell den rein. Vielleicht ist ja dann wirklich noch einer, der ein oder andere dabei, der hier dann doch noch in den Laden kommt. Weil ich jetzt am Abend doch nochmal Heiltränke, Mana-Tränke verkaufe, aber die Straße leert sich. Oh, jetzt habe ich hier Schluck auf. Wer von euch, meine Freunde, denkt gerade an mich? Shop has been saved. Okay, jetzt ist die Tür zu hier. Jetzt gehen sie alle nach Hause. Jetzt sind wir wieder im Baumodus. So, wie gesagt, jetzt haben wir hier 15 Gold. Wie sieht das hier aus mit unserer Order? Die ist hier. Passiert jetzt hier eigentlich was, wenn ich hier zum Beispiel die Dinger verkaufe? Kann ich die verkaufen? Die Teile hier? Warte mal, 6 ist Baumenü. Nö. Ah doch! Nice, ich kann das verkaufen. Das ist natürlich cool. Das ist ja geil. So, dann wollen wir mal hier gucken. 50 Gold, 25 Gold. Nee. Wir können uns hier leider gar nichts leisten. Nicht immer, wenn ich den hier noch verkaufe, dann habe ich 19 Gold. Das bringt mich auch nicht wirklich weiter. Das heißt, wir stellen jetzt hier wieder so ein Teil dahin. Ah, nein, jetzt habe ich ihn gelöscht, ich Idiot. So. Shit, ey. Also das Ding kostet 50 Gold. Das ist natürlich eine Masse. Ja gut, dann geht das nun mal nicht anders. So, wir haben jetzt 11 Gold, das heißt, wir kaufen jetzt hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier nochmal 5 Mana-Tränke. Lederhandschuhe haben wir ja noch, die hoffe ich mal, dass die da nur bald mal gekauft werden irgendwie. Kann ich die hier vielleicht verschieben? Geht das vielleicht irgendwie? Vor allen Dingen, ich scrolle nach unten und... Ne, geht nicht. Schade. Hm. Das wäre vielleicht noch ganz cool, wenn man das, was man hier gebaut hätte, was man hier gebaut hat, einfach verschieben kann. Das wäre ganz cool. So, wir reparieren hier aber auf alle Fälle unsere Einrichtung. Sie ist nicht mehr wirklich beschädigt. Wie sieht's aus mit unserer Order? Die ist auch da. Und dann können wir jetzt hier mit E auch den Shop wieder aufmachen. Tag 2 hat begonnen.
4 Mana-Tränke und 5 Heiltränke haben wir noch im Inventar. Unser Shop ist aber, was das angeht, schon recht voll. Jetzt können wir natürlich hier nochmal ein bisschen kehren, aber es ist nichts da. Ich habe tatsächlich einen Pfeil im Schuh stecken. Das finde ich echt cool. Ha, ich habe einen Pfeil im Schuh. Guck hin. Auch nicht schlecht. So. So, Freunde, kommt her. Kommt herein. Es ist geöffnet für Sie. Oh, da kommen schon 3. Der Königsladen hat offen. Meine Freunde, 4. Hm, das ist aber schön. Jetzt kommen hier Kundschaft. Kundschaft, Kundschaft, Kundschaft. Erste Mana-Portion verkauft. Zweite Mana-Portion verkauft. Das gibt's nicht! Jetzt hat schon wieder einer die Handschuhe geklaut. Also ich warte jetzt wirklich, bis hier alles leer gekauft ist, bevor ich wieder hier was nachlege. Mann, 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 ey. Jetzt haben sie mir den Handschuh schon wieder geklaut. Das ist schon wieder hier ein Dieb gewesen, der mir die Handschuhe gestohlen hat. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt keiner mehr. Doch, jetzt kommt hier einer. Also, ne, das ist doch... Leute, ich muss auch Steuern bezahlen. Was klaut ihr mir denn das Zeug unterm Arsch weg? Was soll denn das? So, der will jetzt natürlich... Wahrscheinlich will der Handschuh kaufen, wa? Nee, will er nicht. Besser ist es. Order ist ready. Ja, Freunde, dann muss ich jetzt hier aber meinen Preis erhöhen. Das tut mir leid. Also, das geht nicht. Das... Mir wird hier der Handschuh unter der Nase weggestohlen. Wie soll ich denn da hier noch zurechtkommen? Steuer muss ich auch bezahlen hier. Naja. Es bedrückt mich jetzt so ein bisschen, dass man mal wieder sowas Gutes, Teures, was mir wirklich richtig Geld gebracht hätte, weggeklaut hat. Aber das ist... Das war damals wahrscheinlich Alltag. Da wurde geklaut bis zum geht nicht mehr. So ein Heiltrank klauen sie nicht. Die klauen nur die Lederhandschuhe, ne? Was war denn das jetzt? Schmeiß ich einfach meinen Trank um. Was soll denn das? Arsch. Was du anfasst, musst du auch kaufen, Kollege. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ah, hier kommt Dennis. Hallo, mein Freund. Willkommen bei uns im königlichen Shop. Sehr schön. Heiltrank gekauft. Hm. Es kommt doch irgendwie keiner. Sind meine Tränke vielleicht doch zu teuer? Hier kommt wieder einer. Ich kann leider nicht lesen, was die da hinten haben wollen. Was die haben wollen, wenn die da hinten irgendwas sagen. Ich finde die Füße schön, die sind so schön klein. Ich muss hier immer mal die Taste auf die, meinen Finger auf die 4 legen schon. Dass wenn hier wirklich einer was klauen will, dass ich da hier schon gleich parat stehe quasi mit dem Schwert. Was hier fick, was? Sehr schön. Schön verkaufen hier. Schön den Laden sauber halten, weil wenn in 35 Minuten hier einer kommt und sich meinen Laden anguckt, dann soll das natürlich auch sauber sein. So sauber, wie es halt eben nur geht. Ich hoffe natürlich nicht, dass der sagt, meine Waren sind zu teuer. Aber es tut mir leid, ich muss die Waren so teuer machen, weil mir das Zeug unterm Arsch weggeklaut wird. Und das ist nicht nett. Ich wüsste halt gerne, wer das inspiziert. So, next inspection ist quasi jetzt gewesen.
Das ging schnell. Oh, wir haben Level 6 erreicht. Was sucht er? I'm looking for Mush. Okay, alles klar. So, wie spät haben wir's? Es ist kurz vor Abend. Wir haben 25 Gold noch. Wir haben auch nur noch Heiltränke, das ist nicht so toll. Ich nehme mal jetzt zwei Mana-Tränke noch dazu. Und ich probiere es jetzt nochmal mit den Leder Handschuhen. Ich probiere es einfach nochmal. Vielleicht habe ich Glück. Und es kommt Tatsache vielleicht noch einer, der den die Lederhandschuhe kauft. Aber das machen wir dann auf alle Fälle in der nächsten Folge. Wie gesagt, das ist ja nur so eine kleine Vorstellung. So ein kleines Zwischendurch-Game. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat es wieder gefallen. Lasst einen Kommentar im Video da. Lasst ein Like drauf. Guckt doch mal in die anderen Playlisten von uns rein. Guckt doch mal auf die anderen Kanäle, die unten in der Beschreibung verlinkt sind. Und die freuen sich. Wir freuen uns. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Euer Hemmer. Tschüss, tschüss.